Ich bin Hypochonder. Oh, wie ich renne seit dem 2. Januar von einem Arzt zum anderen. Mhm. Ich komme gerade von der Koloskopie, von der Darmspiegelung, Magenspiegelung, Blutuntersuchung, Spermauntersuchung. Da gibt es einen schönen Witz. Da kommt eine Frau, ein alter Mann zu seiner Frau, ganz müde vom Arzt, hat 4 Stunden gewartet, geht rein und sagt er seiner Frau, ja, ich sollte Blut, Urin, Stuhl, Sperma abgeben. Und da sagt die Frau, was regst du dich auf? Das ist doch gar nicht schlimm. Gib doch einfach deine alte Korthose ab.